Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ausgegebenem Anlass und da echt viele unter den letzten Videos gefragt haben, mache ich heute mal ein How-to-Wheelie-Video. Ihr habt es ja, denke ich mal, schon im Thumbnail gesehen. Denke mal, dass da doch irgendwie der Bedarf oder die Nachfrage irgendwie da ist. Es kommt ein Zug, einen Moment. So, Zug ist vorbei. Ja, wie gesagt, anscheinend ist ja irgendwie die Nachfrage da oder ihr habt Bock auf solche Videos. Deswegen dachte ich mir, dass ich es einfach mal erkläre. Zumindest so, wie meine Sicht der Dinge ist. Ich denke mal, da scheiden sich auch ein bisschen die Meinungen. Jeder muss da ein bisschen seinen eigenen Stil oder Weg rausfinden. Ich komme halt irgendwie aus dem Trail und deswegen habe ich da, denke ich mal, meine eigenen Methoden. Aber ich denke, es gibt so ein paar kleine Tricks, die euch das Leben ein bisschen leichter machen können. Auf jeden Fall mal das Erste ist, sucht euch irgendwo was, einen Spot raus, so wie hier, wo einfach kein Mensch ist, wo ihr niemandem auf den Sack geht. Hier ist weit und breit nichts außer Felder. Und auch keine Leute mit Tieren oder so, außer die Luna, die rennt da hinten rum. Dass ihr da einfach keinem auf den Sack geht, nicht irgendwie jetzt im öffentlichen Straßenverkehr oder so, das ist alles blöd. Es ist unnötig, da irgendwie andere zu riskieren. Ich verstehe es natürlich, dass es mega Bock macht, irgendwie Wheelies zu machen, aber ja, schaut einfach, dass ihr das so safe wie möglich macht. Und quasi, dass ihr da ein bisschen das Risiko eindämmen könnt. Ja, dann als Nächstes kommt es halt so ein bisschen drauf an, was ihr für ein Motorrad habt. Grundsätzlich gibt es, glaube ich, kein Motorrad, mit dem es nicht geht, aber es gibt halt definitiv Motorräder, mit denen es schwieriger ist. Zum Beispiel alle Rennmaschinen oder alle Sachen, wo man eh schon so gebückt drauf sitzt, ist, denke ich mal, ein bisschen schwieriger. Habe ich jetzt persönlich auch, glaube ich, noch nie gemacht mit irgendeiner Rennmaschine. Also ich weiß es nicht so genau. Es gibt ja auch die Videos, wo die da in New York und so ohne Helm mit so R1 auf dem Hinterrad rumfahren. Also es geht ja auch, aber ich sag mal so, Enduro Supermoto ist eigentlich so ziemlich das Einfachste, um irgendwie das so zu lernen. Was noch einfacher ist, was mir gerade einfällt, ist ein Pitbike. Also so einfach mit einem Pitbike geht es, glaube ich, mit gar nichts. Weil es hat halt einfach keine Kupplung, mega kurz und so, da kann man halt wirklich super das Gefühl für die Bremse trainieren. So, also euer Motorrad hat ja im Prinzip mal vier verschiedene Sachen, die ihr gleichzeitig bedienen müsst. Einmal die Kupplung, Vorderbremse, Gas und Hinterbremse. Und ihr braucht, oder also ich würde empfehlen, dass ihr auf jeden Fall alle von den Komponenten quasi gleichzeitig nutzt, weil dann werdet ihr euch das Leben sehr viel einfacher machen. Warum und was, wie man jedes einzelne nutzt, das erkläre ich gleich. Aber es ist auf jeden Fall schon mal wichtig, dass ihr euch darauf einstellt, dass ihr alles gleichzeitig irgendwie so ein bisschen bedienen müsst. Weil wenn ihr jetzt quasi einfach nur mit Gas und Kupplung Powerwheelies macht, im vierten, fünften, sechsten Gang, dann mag das sicherlich funktionieren, aber wenn man das nicht unter Kontrolle hat, legt man sich da auch ganz schnell böse auf die Nase. Und das ist nicht so gut zum Empfehlen. Also ich würde auf jeden Fall, um mit Wheelies anzufangen, erster Gang so langsam wie es geht. Und wenn ihr im ersten Gang ganz, ganz langsam auf dem Hinterrad fahren könnt, dann könnt ihr es auch in jedem anderen Gang, dann könnt ihr es auch schnell, dann lernt ihr die Kontrolle. Also zuerst mal langsam, weil auch wenn ihr dann auf die Schnauze fliegt oder so, dann ist es halt eben nur bei 5 oder bei 10 km/h. Das Motorrad ist nicht komplett Schrott und ihr seid nicht schwer verletzt, sondern habt vielleicht nur ein paar Schrammen. Im besten Fall gar nichts. Und ja, das ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass ihr da jetzt nicht irgendwie anfängt, 4., 5., 6. Gang Powerwheelies zu machen. Ich weiß, Geschwindigkeit stabilisiert und es wird auch einfacher, aber glaubt mir, wenn ihr einmal zu hoch kommt dann, und ihr habt die Kontrolle mit der Fußbremse nicht, dann schnell mal Ende im Gelände. Ich denke mal, da gibt es auch genug Videos, wo das Ganze schief geht und denkt, jeder, der Wheelies üben will, will so nicht enden. Seid ihr jetzt bei mir am Kinn montiert. Ich hoffe mal, dass ihr hier einen einigermaßen guten Überblick über meine Hände und so habt und ich versuche euch jetzt mal so ein bisschen onboard zu erklären, was man so macht. Also, ihr fährt zuerst mal im ersten Gang. Erster Gang habe ich drin und fahrt einfach ganz langsam. Lasst euch nicht verwirren, der Tacho geht nicht wegen den kleinen Rädern. Das Erste, was ihr machen wollt, ist erstmal nur die Bremse antippen. Übt das ein paar Mal, bis ihr das sicher habt, dass ihr wisst, was passiert. Weil diesen Bremsimpuls vorne, den braucht ihr, um dann nachher euer Vorderrad hochzuheben. Das übt ihr einfach ein paar Mal. Ich meine, das sollte jetzt jeder einigermaßen hinbekommen. Da gehört jetzt nicht viel dazu. Und dann tut ihr in dem Moment, wo ihr die Bremse antippt und euer Fahrwerk vorne einfedert, gebt ihr ein bisschen Gas und lasst die Kupplung los. Nur ein bisschen. Einfach, dass das Vorderrad ein bisschen vom Boden abhebt. Gar nicht jetzt krass irgendwelche Wheelies machen oder so, sondern wirklich einfach nur ein bisschen. Einfach nur vorne bremsen, hoch. So, einfach nur so ein bisschen. Das ist alles. Einfach nur, dann müsst ihr das richtige Timing rausfinden, dass wenn eure Gabel ganz unten komprimiert, dass ihr dann den Gasstoß und mit der Kupplung rausgibt
dass das Vorderrad dann eben ein bisschen hochkommt. Wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, ihr werdet merken, dass wenn ihr das Timing richtig habt, dass es dann total einfach ist und ihr gar nicht viel Gas geben müsst. Und auch auf keinen Fall, egal was für ein Motorrad ihr habt, super viel Gas geben. Außer jetzt vielleicht für 50er Supermodus, da muss man schon viel Gas geben. Aber jetzt, wie gesagt, das ist ein 150er, die ist ziemlich lang übersetzt. Ich brauche da nicht viel Gas, dass da das Vorderrad hochkommt. So, dann das nächste ist, der nächste Schritt ist, dass ihr euch hier unten mit eurer Fußbremse vertraut macht. Das ist keine Zierde. Jeder, der schon mal irgendwie Leute gesehen hat, die gute Wheelies können, werden sehen, dass die da sehr viel mit der Fußbremse machen. Ich werde mal schauen, ob man das irgendwie nachher mal in Slow-Mo filmen kann, was ich alles mit der Fußbremse mache. Ich würde auch hierfür empfehlen, tatsächlich irgendwie ein bisschen, also irgendwelche Schuhe zu nehmen, mit denen ihr Gefühl habt. Jetzt zum Beispiel mit Motocross-Stiefeln ist es sehr schwer, ein super Gefühl zu haben. Deswegen, ich habe jetzt auch nur Vans an dafür, weil es halt einfach super ist mit dem Gefühl. Ist halt natürlich auch so ein Sicherheitsaspekt, müsst ihr so ein bisschen mit euch selber ausmachen. Aber zum Beispiel, ich würde jetzt nicht die allerheftigste keine Ahnung, steifen Crossstiefel anziehen, weil damit ist es echt ein bisschen schwieriger mit dem perfekten Dosieren. Zum das Üben ist es aber erstmal egal. So. Was ihr machen wollt, ist einfach euer Vorderrad hochziehen, so wie eben, und einfach hinten reinlatschen. Ihr müsst einfach nur, es geht darum, dass ihr ein Gefühl kriegt für die Hinterradbremse. Also einfach hochziehen und hinten reinlatschen, und also quasi, dass ihr kontrolliert, wann das Vorderrad wieder runterkommt mit eurer Hinterradbremse. Hoch, einfach mal hinten reinlatschen. Hoch, hinten reinlatschen. Hinten reinlatschen. Hoch, hinten reinlatschen. Okay? Dass ihr einfach checkt, okay, dass euer Gehirn lernt, okay, wenn ich hinten reintrete, so und so stark, dann kommt mein Vorderrad runter. Es geht dabei jetzt immer noch nicht darum, jetzt einen langen Wheelie zu fahren, sondern erstmal, dass ihr eure einzelnen Motorradkomponenten gut kontrollieren könnt. Weil wenn ihr das nämlich nicht habt und ihr fahrt dann einen Wheelie und es wird zu steil, dann weiß euer Gehirn vielleicht nicht, damit umzugehen. Also immer kontrolliert das Vorderrad wieder runterbringen. So, und dann ist der nächste Schritt eigentlich, dass ihr versuchen müsst, euer Motorrad an den Kipppunkt zu bringen. Der Kipppunkt ist relativ steil, je nach Motorrad auch immer wieder unterschiedlich. Ich mach mal das hoch. Bei dem Moped könnt ihr ganz einfach testen, indem ihr die Karre ausmacht. Bei dem Motorrad ist, wenn ihr es einfach so hinstellt, hier der Kipppunkt. Das ist einfach da, wo das Motorrad nach hinten umfallen wird. Klar, wenn ihr dann nachher drauf sitzt und die ganze Feder und so noch vorgespannt ist, dann wird es noch ein bisschen anders sein. Aber so im Prinzip, wenn ihr seht, so bleibt das Ding erstmal von alleine kurz stehen. Also so steil kann das schon mal, bevor ihr damit nach hinten umfällt. Ja, also davor, also alles was hier ist, wird das Motorrad von alleine wieder nach vorne runterfallen wollen. Das heißt, ihr habt da schon mal sehr, sehr, sehr viel Raum, um quasi steil zu kommen, ohne dass es nach hinten geht. Das ist einfach ganz wichtig zu wissen für euch, dass ihr euch nicht, oder wie beschreibe ich das am besten? Aber wenn ihr zum Beispiel noch nie ein Wheelie gemacht habt, dann wird sich 40 cm hoch im Vorderrad schon extrem steil anfühlen. Es ist, also das Gefühl kenne ich, das Gefühl ist auch komisch, aber glaubt mir, dass es, bis ihr mal wirklich runterfallt, ist es extrem, müsst ihr extrem steil sein, dass es wirklich nach hinten geht. Die meisten Crashes, wo die hinten drüber fliegen, ist einfach, wo die Leute den Fuß wegnehmen von der Bremse, weil sie irgendwie das Gleichgewicht verlieren und dann einfach nicht mehr dagegen kontern können. Deswegen ist einfach super wichtig, dass egal was passiert, dass immer der Fuß auf der Hinterradbremse ist, weil egal wie schnell, egal was ist, es ist immer besser, ihr latscht voll in die Hinterradbremse und euer Vorderrad kommt runter. Selbst wenn ihr dann irgendwie die Kontrolle ein bisschen verliert oder so, rechts ins Gras reinfährt oder so, das ist immer noch besser, als hinten drüber zu fliegen. Genau. Das war das. Und jetzt geht es eigentlich nur daran, da wir jetzt alle Grundkomponenten haben, geht es eigentlich nur daran, das Ganze zu perfektionieren. Versucht immer schön langsam zu sein. Nutzt die Gabel vorne, die Kupplung zum richtigen Zeitpunkt. Lasst euren Fuß auf der Hinterradbremse. Und dann seid ihr eigentlich ready. Ready to wheelie. Dann geht's einfach nur hoch. Wenn ihr einen langsamen Wheelie macht, könnt ihr erstmal einmal hoch, steil und wieder in die Bremse.
dass ihr so ein bisschen Gefühl für den Kipppunkt habt, kriegt ein bisschen Gefühl für euer Motorrad. Auf jeden Fall auch immer die Kupplung benutzen. Ich schau mal, ob man, also ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, aber ich benutze auf jeden Fall die ganze Zeit Kupplung. Da ist schon wieder Zug. Das ist jetzt natürlich extrem, weil ich extrem langsam bin und die ganze Zeit immer extrem steil fahre. Aber so ist das Training sehr risikofrei, weil ihr echt langsam seid und ihr kriegt halt echt Kontrolle. Wenn ihr das so langsam könnt, ist so viel Balance dafür notwendig, dass ihr, wenn ihr einen zweiten oder einen dritten Gang fahrt, das so einfach könnt. Dann könnt ihr auch mal anfangen, wenn ihr das gut habt, einen zweiten Gang zu nehmen und mal ein bisschen eine weitere Strecke fahren. Ihr seht jetzt hier, die Straße hängt ein bisschen auf die Seite. Deswegen ist es jetzt nicht ganz der perfekte Spot, aber ich wollte jetzt einfach nur irgendwas Ruhiges. Und ja, dann könnt ihr machen, was ihr wollt eigentlich. Schalten im Wheelie. Bin jetzt im zweiten Gang. Dritter. Vierter. Die Straße hängt echt ein bisschen. Oder was auch ganz cool ist, mit so kleinen Zweitakt-Enduros oder Supermodus in dem Fall, ist so einfach die Gänge durchzuschalten auf dem Hinterrad. Dritter. Vierter, fünfter, sechster. Ganz kontrolliert und smooth. Hier über die Kuppe. Da müsst ihr dann einfach ein Gefühl für kriegen, da gibt es dann ganz viele Variationen und Möglichkeiten und so weiter. Wichtig ist mir nur, oder würde ich euch empfehlen, dass ihr halt echt langsam anfangt und euch da Stück für Stück dran tastet, dass ihr nicht gleich am Anfang beim fünften, sechsten Gang Wheelie abfliegt, weil das tut dann nämlich echt weh. Und ja, so habe ich habe mir gerade noch mal ein bisschen Gedanken gemacht und eigentlich ist ja so ein 12 o'clock oder Kennzeichenschleifer oder Heckschleifer oder wie auch immer ihr das Ganze nennen wollt, auch ein Wheelie und ein Teil davon, deswegen kriegt ihr das so als kleines Bonusding. Das ist schon sehr advanced, sage ich jetzt mal. Also ihr braucht dafür schon extrem viel Bremskontrolle vor allem. Ich würde da immer empfehlen, erstmal im zweiten Gang anzufangen. Der erste ist ein bisschen zu langsam dafür. Und jetzt, also wenn ihr es später drauf habt, könnt ihr es auch aus dem sechsten raus machen, aber dann wird eure Bremse extrem belastet und ihr müsst da erkennen, ob die jetzt dann überhitzt oder nicht. Also fangt erstmal im zweiten Gang an, dann müsst ihr Gas geben, relativ schnell an den Kipppunkt und dann einmal euch beherzt über den Kipppunkt fallen lassen nach hinten und dann quasi nur mit der Bremse dagegen halten und dann eben so ein bisschen abwarten, bis ihr das Kratzen hört von eurem Heck hinten. Ja? Versucht es mal, vielleicht klappt es gleich first go. Jawohl. Also ihr seht, ich gebe Gas, dann gehe ich in die Kupplung rein und lasse einfach rollen. Und dann halte ich mich nur noch mit der Hinterradbremse. Und ihr müsst dann, wenn es gekratzt hat, müsst ihr die Hinterradbremse voll zulatschen, damit ihr dann wieder nach vorne kommt, damit der Bremsimpuls kommt und ihr wieder nach vorne kippt. So, nochmal ein Versuch für die Bibi, dass sie nochmal filmen kann. Ja, das war jetzt ein bisschen zu langsam, der hat sich richtig geschliffen, sondern richtig eingehakt. Ist aber nichts kaputt gegangen. Wenn ihr ein Kennzeichen dran habt, dann schleift es natürlich noch viel früher. Also die jetzt nur mit dem Heck sind schon richtig steil. Gibt dann auch welche, die schleifen dann einen Auspuff oder Rucksack oder so. Also da musst du dann halt einfach schneller werden, weil du dann eben am Ende mehr Energie brauchst, um das Ganze wieder vorzukippen. Ja, das war noch jetzt noch kurz der 12 o'clock erklärt. Ich hoffe mal, dass ihr ein bisschen was davon profitieren könnt und dass ihr dann bei euren Freunden sowas hier vorzeigen könnt. Ihr könnt ja mal, wenn ihr sowas hinkriegt durch das Video, schickt es mir doch mal an Insta. Das würde mich freuen, wenn ich euch da ein bisschen weiterhelfen kann, das safe zu machen, ohne dass ihr euch auf die Schnauze legt.